Hallo Filmfans und herzlich willkommen zur Jahrestop 10 2014. Hier ist meine persönliche Top 10 der Filme, die mich in diesem Jahr am meisten begeistern konnten. Zuvor hatte ich die Qual der Wahl, die Filme quasi in die Top 10 mit einzubringen, die mir wirklich am meisten gefallen haben. Und es war schon ein kleiner Kampf für mich gewesen, da in der letzten Zeit und noch auch einige wirklich richtig gute Filme noch dazu kamen. Aber leider kam nicht alles in eine Top 10 reinstopfen. Und ja, bevor ich mich noch weiter verhaspel, fangen wir natürlich an dieser Stelle mit der Top 10 an, sonst dauert es noch 5 oder 4 Stunden oder so, ja. Platz 10, All is Lost mit Robert Redford. Der alte Mann und das Meer, ja, Ernest Hemingway wird hier auf moderne Art und Weise zitiert, nur dass es der alte Mann gegen das Meer ist oder das Meer gegen den alten Mann. Man kann es sehen, wie man will. Ein Film mit einer großartigen darstellerischen Darbietung, ohne großartig viele Dialoge aufzusagen. Das hat mir im Film wahnsinnig gut gefallen. Ein sehr packendes Survival-Drama, sehr dramatisch. Die Figur wächst einem über die Laufzeit dann doch immer mehr ans Herz, obwohl man keine großartigen Informationen über diesen Charakter bekommt, aber das hat mir vor allem in All is Lost gefallen, dieser Minimalismus. Und deswegen verdientermaßen Platz 10 für All is Lost. Platz 9, Dead Snow 2, Red vs. Dead. Tommy Wirkola entwickelt konsequent seine Fansblätter-Idee, die er vor 5 Jahren in Dead Snow gepackt hat, hier weiter mit extremst ikonenhaften Auftritten für den Oberschurken Oberst Herzog und seine Nazi-Zombie-Clique und stellt denen natürlich einen, würde ich eher sagen, 0815 normalo Menschen als Helden entgegen, und zwar Martin, der ähnlich wie Ash mit einem Special Gimmick ausgestattet wird. Und ja, es gibt hier viele Referenzen an Star Wars, aber auch Tanz der Teufel 2, da kann man sich regelrecht satt sehen. Der Film ist politisch unkorrekt und mal wieder herrlich geschmacklos ausgefallen, so wie wir es von Tommy Wirkola natürlich erwarten. Daher verdientermaßen Platz 9 für Dead Snow 2 Red vs. Dead. Platz 8 geht an Drachenzähmen leicht gemacht 2. Eine wirklich richtig gute Weiterentwicklung der Coming-of-Age-Story aus dem ersten Teil. Die Figuren sind insgesamt reifer, aber auch älter geworden. Der Film hat eine unglaubliche Visualität und ja, er packt einen regelrecht. Und er hat sehr viel Herz. Das muss man sagen, für mich einer der emotionalsten Animationsfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und ja, daher mehr möchte ich eigentlich nicht dazu sagen. Platz 8 für Drachenzähmen leicht gemacht 2. Platz 7 geht an den Enemy von Denis Villeneuve mit einem grandiosen Jake Gyllenhaal in einer Doppelrolle. Ein sehr metaphorischer, kleiner Thriller mit einer doch eher banal simplen Handlung, der sicherlich nicht jedem gefallen dürfte, aber ich muss sagen, der Film war extrem kurzweilig, hat einen großen Unterhaltungsfaktor an sich, und Jake Gyllenhaal zeigt ja immer mehr, dass er einer der Besten seiner Zunft ist oder auf dem besten Wege dorthin, neben seiner Performance in Nightcrawler. Daher verdientermaßen Platz 7 für Enemy. Platz 6 geht an The Signal von William Eubank, einem Film, der es dem Zuschauer auch nicht leicht machen will, der immer wieder neue inhaltliche Haken schlägt, dann doch manchmal sehr verworren rüberkommt, in manchen Situationen vielleicht etwas unfreiwillig komisch, wie sich manche Charaktere gebären. Die schauspielerischen Leistungen sind vielleicht an manchen Ecken etwas ausbaufähig. Aber dennoch, der Film ist eine absolut krude, aber auch sehr wilde, experimentelle Mischung aus Science-Fiction-Thriller, Kammerspiel, Drama und so weiter und so fort. Ein Film, der es nicht eben recht machen will, aber doch eine sehr interessanter Potpourri an vielen Ideen ist. Und das Ende hat mich definitiv mit einem offenen Mund dasitzen lassen. Ja, daher Platz 6 für The Signal. Platz 5 geht an, ja, Garrett Evans Genre-Hommage Godzilla, beziehungsweise im zweiten Versuch der US-Amerikaner, einen amerikanischen Godzilla auf die Beine zu stellen. Hier hat es wirklich wunderbar funktioniert, obwohl natürlich viele sagen, das Monster wird ja immer nur angeteasert. Wo ist denn Godzilla? Wir sehen nur die anderen Monster, aber egal, der Film hat dennoch funktioniert. Er hat einen wirklich richtig runden Spannungsbogen gehabt. Figuren, mit denen man teilweise auch wirklich richtig gut mitfiebern konnte. Einen hervorragenden Soundtrack von Alexandre Desplat. Ja. Und er nimmt das Monster auch wirklich ernst, ohne es veralbern. Deswegen Platz 5 für Godzilla. Platz 4, The Lego Movie. Ja, ein Film, der nicht nur was für Kinder ist, nicht nur was für Bauklotz-Fetischisten, sondern auch was für Erwachsene ist, der neben der üblichen Handlung über den kleinen Emmett, einen unbedarften Bauarbeiter, der überhaupt nicht in der Masse auffallen würde und der zum Retter der ganzen Lego-Welt wird,
hat der Film auch einen sehr interessanten Unterbau, der doch viele zeitgenössische Themen anspricht und einen wahnsinnigen Gaga-Gastauftritt in der letzten Filmhälfte, den ich nicht so erwartet hätte. Auf jeden Fall, mir hat der Film wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich gehe meistens abends noch in den Keller und singe Alles ist super, aber der Film ist wirklich super bombengeil. Deswegen verdientermaßen Platz 4 für The Lego Movie. Platz 3 geht an den finalen Abschluss der Hobbit-Trilogie, die Schlacht der fünf Heere. Hier verbindet Peter Jackson konsequent nochmal alle Handlungsfäden in einer doch recht simplen und dünnen Handlung für den dritten Teil. Ist aber egal, mich hat der Film dort abgeholt, wo er mich abholen sollte. Er war packend, er war mitreißend. Was will man denn mehr? Fantasy at its best von Peter Jackson, daher Platz 3 für die Schlacht der fünf Heere. Platz 2 geht an den Borgmann. Ja, wer ist dieser Borgmann? Borgmann ist ein Landstreicher, der sich bei einer wohlhabenden Familie einnistet und diese nach Strich und Faden manipuliert, bis der Arzt kommt. Ja, aber warum macht er dies? Ein wirklich bitterböser, morbider, schwarzhumoriger, kleiner Thriller, der einmal mehr beweist, dass auch die Europäer so einiges auf dem Kasten haben. Mit einem hervorragenden Hauptdarsteller, mit einer gewissen surrealen Note. Nicht jede Szene lässt sich auf dem ersten, dritten, vierten, fünften, zehnten Blick wirklich so erklären, wie sie nun sein sollte. Und das hat mir im Borgmann wirklich gefallen, dass er dem Zuschauer nicht alles vorkaut, sondern man selber auch sehr viel in einige Momente hineininterpretieren kann. Daher Platz 2 für Borgmann. Platz 1 geht natürlich an die Hüter der Galaxie. Wie hätte es anders sein können? Der Film, der mich am besten im Kino bespaßt hat, der nebenbei aber doch recht komplexe und tiefgründige Hauptfiguren mit sich bringt. Jeder von ihnen hat ein gewisses Schicksal, obwohl diese Schicksale teilweise in diesem ersten Teil noch nicht richtig aufgearbeitet wurden. Aber es waren Figuren, mit denen man mitfiebern konnte. Der Film hatte richtig gute Standalone-Bösewichte zu bieten. Im Ganzen eine wunderbare Mischung mit einem wirklich richtig guten Retro-Feeling und mit einer der emotionalsten Eingangssequenzen, die ich überhaupt jemals in den letzten Jahren gesehen habe. Es ist schlimm, wenn man gleich am Anfang des Films anfängt zu heulen, um dann in ein wahnsinnig tolles Abenteuer reingeschmissen zu werden mit wirklich richtig gut geschriebenen Charakteren und natürlich der obligatorischen Note James Gunn, ein Trauma-Filius, der hier auf jeden Fall seine Handschrift von Anfang bis Ende hinterlassen konnte. Und der Film macht einfach nur wahnsinnig viel Spaß. Und ja, ist für mich quasi die Perfektion, wenn es um wirklich richtig gutes Blockbuster-Kino geht. Und daher verdientermaßen Platz 1 für die Guardians of Galaxy, für die wohl unangepasstesten Super- oder Anti-Helden des Weltalls. Gut, das war's mit meiner Top 10 für dieses Jahr. Mich würde es natürlich an dieser Stelle interessieren, was eure Lieblingsfilme des Jahres waren. Ihr müsst nicht unbedingt schreiben, was eure Top 10 Lieblingsfilme waren, sondern allgemein, welche Filme euch dieses Jahr am meisten begeistert haben. Und nun ja, das war es erstmal mit diesem Top 10 Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.